Wirklich soft, oder? Grüß euch und herzlich willkommen beim Bauernverband Ravensberg. Heute wieder dabei der Carsten, Didi und der Niklas. Ah, Prost, ah, hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, und wir haben es hinbekommen, dass das Ganze jetzt funktioniert. So. Wir haben sich ein leckeres Schild kaufen dürfen. Ja. So, ich fahr mal rauf. Carsten, bleibst du da und hilfst die Hänger ausleeren? Ja, das mache ich jetzt. Hilfst du die Lachkonzert zu verpassen? Was hast du gemeint? Ja, na, wartet mal. Ich komm dann mal kurz runter. Die Gehässigkeit gehört auf den Tisch, heißt sie nur, oder? Ja, ja. Oh, mein Traktor ist schön grün. Und Gras. Ja, ja. Und wir haben auch einstimmig beschlossen, der Carsten bekommt als nächstes einen neuen Traktor. Was? Nein, ich mag meinen Traktor. So ist er ein Messer Ferguson. Ups. Ja, aber einen stärkeren. Der Silo hat auch ein kleines Problem. Ah, ja. Welches? Wir haben mehr auf der Seite draußen liegen als drinnen. Ui, das ist schlecht. Hinten, vorne, unten, oben, überall. Über keine Felder, Joachim. Niklas? Ich hab's genau gesehen. Ich bin bei dir. Ich bin auf deinem Feld. Über ein Feld gefahren. Über welches Feld? Über dein Feld. Und da muss ich drüber fahren. Aber wir werden es alle im Video sehen. Du bist über das... Niklas, ist schon gut. Du zerstreiten es zwar. Autschi! Ja, und du pass auf den Häcksler auf. Das kostet so viel Geld. Das wenn du mal dagegen fährst. Das Schüttel ist aber Wahnsinn, das Originale. Also? Das war es nicht gekriegt. Noch am Schluss. Dreimal drüber fahren. Nicht nur das andere Stück. Dreimal drüber fahren. Oha. So, warte kurz, Niklas. Jetzt sage ich nichts mehr. Wieso? Ich glaube, die Mauer ist jetzt im Weg jetzt. Ne? Ah, es geht. Warum muss. Ja, ich sehe hier das Problem. Siehst du es? Ja. Hinten auch. Überall, irgendwo mal dumm. Bin zu nah an der Wand. Abblasen. Ja. Ich bin gleich wieder da. Schmeiß es runter. Fahr zurück ein Stück, genau. Fahr seitlich hin. Weißt du, fahr schräg hin. Ja, ich fahr lieber seitlich. Ich hatte vorher eh seitlich. Ja. Oder ich fahr schräg hin, haus runter, ich schieb's raus. Ja, sonst bin ich ewig dran. Genau, stopp. Passt nicht so weit. Stück und zurück. Passt super. Niklas, danke. Oh. Joachim wartet auf dich. Muss kurz gucken. Naja, er hat wieder Gras drinnen. Dann fahr rüber und drück auf I abladen. So und I. Das ja. Ja, stimmt. Steuerung I. Okay. Steuerung I. Nein, bei dir beim Häcksler dann ein bisschen leer. Ja. Fahr bitte nicht so weit auf dem Rand raus. Lass lieber was stehen am Rand. Okay? Ja, so ein Mut. So. Warte das kurz. Weißt du nicht, ob das geht. Schau ich ja mal. Hört das eigentlich funktioniert? Nein, es geht nur, wenn der Joachim... Ja, der Joachim muss wegfahren, ja. Sieh ja nicht hin, Niklas, was er macht, was dir macht. So, jetzt schon. Folg, Niklas, ich bin weg. Nein, ich bin arbeitslos. Wahnsinn, das ist ein super, das originale Schub. Hat so viel Gewicht wahrscheinlich, dass er es so verdichtet, gell? Mhm. Irgendwie kommt da nichts raus.
Probieren wir mal kurz, Niklas. Huch. Hat er wieder Gras geschluckt, oder wie? Mhm. Entweder zu spät hochgehoben oder zu früh runtergelassen. Oder keine Ahnung wieso. Ja, jetzt geht's, oder? Also dafür, dass ich jetzt ja natürlich mit dem Drehschemel komplett rückwärts reingefahren bin und so, habt ihr ganz schön lange gebraucht für 9%. Nein, natürlich nicht. Ja, passt schon. Ja, das verkehrte Fahrzeug ausgeholt gehabt. Ah! Interessanterweise, das passiert nur in der Aufnahme oder sonstiges bei sowas, gell? In Singleplayer gibt es überhaupt kein Problem damit. Ich glaube, der ist nervös. Das ist bestimmt Verunsicherung. Ja, das kann es eher anders sein, ja. Weil ihm das schon wieder passiert ist. Er ist ja gar nicht in der Nähe von Groß, nämlich. Ja, das ist ja das Komische. Papa. Jetzt ist sehr wichtig. Mein Tank ist schon. Oh ja. Bei. Ja, auf die Sommerfacke. Wie viel Prozent hast du, Niklas? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht. Hast du das Ding, weil in der BGA ist, also ja. Siehst du da den. Ja, Ding, warte, ich geh nach hinten. Ne? Ich schau schnell. Er schaut wenigstens, das wird knapp. Der ist im letzten Drittel und weißt du, die Häcksler brauchen nämlich mehr. Von mir tankst du da herum? Nein. Da herum liegen der Tankstelle? Nein, haben wir leider nicht. Gut, Niklas, du ein bisschen weiter häckseln, das wird schon gut gehen. Aber wenn mein Tank leer ist? Ja, geht schon. Na, dann haben wir ein kleines Problem. Ein ganz mittelgroßes Problem. Wie viel hat er denn jetzt noch drin? Nicht einmal viertel voll. Ah, okay. Das wird knapp. Das geht relativ rasch, möchte ich sagen. Was wir drin haben, ist Elektro-Tankstelle. Na, das ist ja super wichtig. Ja, super. Stopp, Niklas. Stopp. Ja. Nee, kann weiterfahren. Passt. Wir haben nicht einmal den Mut oben, dass man, weißt du, was von der Originalseite gibt, wir Tankstellen und sonstiges. Ah, sind wir schlecht. Ja, wir messen wirklich ein paar Mal solche Gebäude aufhören, was wir haben. Das hilft einfach nichts, oder? Scheitert es an den kleinsten Dingen mittlerweile schon, gell? Und fleißig waren wir noch nie. Ja gut, das haben wir auf der Ding nicht gebraucht zu walten. Nein. Wenn ich ehrlich bin. Da haben wir ja alles gehabt. Wie auf der Walchen habt ihr alles gehabt? Nein, da war alles mehr oder minder. Dort, was die Tankstellen überall, da gibt es ja drei, vier Tankstellen, geht schon, ja, einfach nach. Ach so, hier ist es ein bisschen zentraler alles, gell? Hier ist alles zentraler, ja, da was wir viele Dinge natürlich vergessen haben. Wir haben immer gesagt, wir laden erst, wenn wir was brauchen oder wenn man merkt, was rauf und so, gell? Aber dann ist man nie richtig dazu. Das merkt man erst richtig im Projekt, ja. So viel wollen wir auch natürlich nicht am selber raufhauen, wo es eh halt kein Problem ist, aber es nimmt trotzdem Performance weg. Du kannst machen, wie du es willst. Es ist leider so, ja. So. Aber das von der Seite kriege ich nicht weg, Joachim, gell? Das deckt es zu, oder wir dann noch später mit dem Frontlader weg. Später mal, weißt du? Wir sind ja jetzt drin in Silo. 300, 400, 350. Wie viel haben wir da? Über 300.000. Ja, sind fahr weiter, bitte. Fahr. Sonst nicht am Berg hoch. 328.000.
ganz ehrlich, wir hätten das eh nicht ins zweite Silo von der BGA reingekriegt. Nein, die und nehmen wir Gas. Leben nicht. Stopp. Da gebe ich da. Aber. Niklas, stopp. Da muss ich da 100% drücken. Müssen wir mal einen Zufahrtsweg hin modellieren, hä? Also jetzt bin ich viermal ohne Schild drauf und drauf gefahren. Nur mit, was denn mit der Waldseite, was eigentlich das schön verdichten sollte, normal hast du ja gar. Ich fahre schon 5-6 Mal auf und ab und habe 2%, ja? Geschafft. Habe ich das Schild fahren dran, aber das Problem ist, dass er natürlich mit dem Schild nicht mag, ja? Gehen wir zweimal drüber fahren, gell, um Prozenten die. Und wie viel? Mit den gleichen, was ich vorher gemacht habe, gehe ungefähr 5% in die Höhe. Aber das Blöde bei ist. Einmal. Was einmal? Entschuldigung, passt, ich hab den nicht gesehen. Gibst du, du wolltest mir einen Grund geben, damit ich mir einen anderen Traktor hole. ja, man denkt so, Stahlschild wird doch einiges schaffen. Gehe ich da recht in der Annahme? Was? Ich da recht in der Annahme, so ein Stahlschild, Stahl, gell? Ja, müsste doch einiges schaffen, oder? Ja. Ein Schaden, meine ich. Auf jeden Fall. So, wie viel haben wir denn auf deinem Feld stehen? Sag's mal, meine Herren. Naja, ungefähr, grob geschätzt ein Drittel. Haben wir noch? Ja. In der Feld ist gerade ein langer Streifen. Und mehr da draußen als drinnen. Drin im Feld. Ups. Ist der ja. Erst gemietet. Niklas lässt das halbe Feld stehen. So. Halb nicht. Ich hab doch gesagt, so. ich habe einen langen Streifen. Ja, das hast du gesagt. Das war ja auch nur ein Spaß. Ja, weißt du. So, ich bin auch gleich beim Viertel. Vom Tankinhalt. Ja, das ist oft so, ne? Ja, wir haben auch relativ viel Gewicht oben. Zum Ziehen. So, Niklas, stopp. Nee, kann weiterfahren. Oder? Gut, weiter. Fliegender Wechsel. Perfekt. Hat das ob Zeug erklärt? Ja, ja. Was? Das kann doch der Carsten. Carsten, ihr habt ja doch auch Kühe zu Hause. Also, den Schwiegerleute. Also, du weißt ja, was ich meine. Im Hof, gell? Ja. Macht ihr auch Silage oder nur Grassilage? Grassilage nur. Gras, okay. Mit Ladewagen im Prinzip oder mit Hextra? Nee, mit. Nee, ganz mit Ballen. Ballen, okay, Silageballen. Ja. Selber wickeln? Ich weiß, ich bin neugierig. Selber wickeln oder wickeln lassen? Ja. Ah, selber. Selber eine Wickel? Wie heißt die Marke? Der amerikanische, glaube ich. Ein grüner Wichser. Gröbel ist er nicht. Gröbel ist blau. Der grüne ist der Lent. Wie heißt der grüne jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß, welches du meinst, ja. Wenn er noch weiter in Grünstrafen fährt, dann war ich. Bin gerade am Reden, wie er heißt, aber mir fällt es gerade nicht. Das fällt dann ja. Wir haben eine Glasballenpresse. Ja. Ich habe schon älter.
Grünballen besser. Und dann, wir sammeln dann immer die Grasballen ein, bringen die zum Hof. Da, wo ja, genau, am Hof wickelt es, ja? Ja. Was war jetzt los? Warum? Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte zu der Außenexpektive. Ich wollte. Oh, bist du ausgestiegen, oder was? Nee, als. Er hat V gedrückt. Nee, Quatsch, B hat er gedrückt. Aha, hat er. Er hat das Hexler ausgeschalten und dadurch ja. ist er plötzlich losgegangen. Er hat V gedrückt. Und dann hat er. Deutsch nicht eigentlich können, schon mal. Ja. Papa, schlechte Neuigkeiten. Ich verstehe, warte, wie. Danke, ist leer. Ja. Nein. Und das Video ist auch schon zum Ende. Ah, okay. Fünf Leben nunmehr. Ja. Also du meinst, okay. Was ich mit Leben. Ich moderiere mal ab. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und Niklas. Die Glocke aktivieren. 1000 Millionen. Niklas, stopp. Ding. Ja, passt. Abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.